Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format der Naturmedizin. Kennen Sie das, wenn Aufstehen zur Hölle wird? Wenn man doch beim täglichen Sitzen aufsteht und sich dann den Rücken so drückt und alles tut weh? Kennen Sie das? Muss nicht sein. Ich habe heute einen Gast da, die sich mit der Körpertherapie gut auskennt, selbst leidgeplagte Dame ist über Jahre hinweg über den Rücken und sie hat eine Lösung gefunden. Und seien Sie gespannt, was jetzt kommt. Ganz herzlich willkommen, liebe Gabriele Wander. Schön, dass du da bist. Hallo Alexander, ich freue mich sehr über die Einladung. Sehr gerne. Liebe Gabriele, du bist so prämiert und ausgezeichnet in Deutschland, überall. An der Universität Mainz hast du Arbeiten gemacht, Pionierarbeiten, die zeigt, dass das Sitzen einen unglaublichen Einfluss hat auf unser Parasympathikus, auf den Stress, den wir runterfahren können. Die Konzentration geht drauf, die Durchblutung passt. Sehr vieles hast du da gemacht. Und auf der anderen Seite möchte ich jetzt mal hören, von deiner Seite her, wenn ich mit so einen ganzen Tag am Arbeitsplatz auf diesem Stuhl sitze, habe ich denn dieses Leiden nicht mehr vom Aufstehen und so, oh, mein Rücken tut weh? Das geht ja dann weg. Warum? Also, wenn wir auf ganz normalen, herkömmlichen Stühlen sitzen, dann passiert oft einfach das, dass die Muskulatur in sich zusammenfällt und vor allem diese innerste Schicht der Rückenmuskulatur, die für diese Aufrichtung zuständig ist. Und wir sitzen aber normalerweise, wenn wir auf einem normalen Bürostuhl sitzen, nicht von innen heraus aufrecht, sondern normalerweise kleben wir an der Lehne. Ja. Die Lehne ist praktisch hinter uns, die zieht uns aus der eigenen Mitte. Wenn ich ganz aufrecht in mir selber sitze, dann ist die Wirbelsäule frei beweglich und trägt sich von selbst. Wenn ich aber an der Lehne klebe, dann sackt das alles in sich zusammen. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass die Muskulatur, ich sage jetzt mal, einschläft. Und wenn ich dann schnell aufstehe und die Muskulatur aber nicht hinterherkommt, kann das wirklich sein, dass dann einfach heftige Schmerzen auftreten. Du hast mir in einer Sendung, das war, glaube ich, die zweite, die wir machen durften mit dir, mal gezeigt, wie eigentlich die Muskulaturen die Wirbelsäulen eigentlich so ein bisschen auseinanderziehen. Ja. Das heißt, dass sich gar nicht Bandscheibe auf Bandscheibe kommt, sondern wirklich, dass das ein System ist, das zwischendurch wie Luft ist, wie hohl. So. Und das ist gesund so. Ja. Also, wenn ich sitze, dann versuche ich wirklich einen Zustand zu erreichen, wo ich das Gefühl habe, dass die Wirbel und die Bandscheiben nicht übereinander sitzen, so wie wenn auf einem Haus verschiedene Steine übereinander gestapelt sind, sondern ich versuche mir vorzustellen, als wenn diese Wirbelkörper und die Bandscheiben übereinander schweben würden. Mhm. Und zwar, du kennst das vielleicht, wenn im Zirkus jemand mit dem Teller so jongliert und der Teller auf so einem Stab tanzt. Und so ähnlich stelle ich mir das vor bei meinen Wirbeln. Mhm. Also da ist wirklich eine Leichtigkeit dazwischen und eine Bewegung in alle Richtungen. Und genau das, was du jetzt gerade gezeigt hast, zeigt eigentlich, dass ich ringsherum die Muskulaturen trainiere. Genau. Genau. Und dann bleibt das Ganze stabil. Wenn ich diese Muskeln aktiv habe, dann werden die Bandscheiben und die Wirbelkörper entlastet. Jetzt haben ja viele Menschen, die haben ja Bandscheibenvorfälle und sind ja unglaublich leidgetragen. Also wäre das eigentlich eine Präventionsmaßnahme zu sagen, hey, wenn ich richtig sitze und die Muskulaturen da ständig, wie ich sie jetzt auch mache, liebe Zuschauer und Zuschauer, das ist ein ständiges Training, nach vorne, nach hinten, rechts, links, überall werden die Muskulaturen trainiert, dass durch das die Gefahr eines Bandscheibenvorfalls eigentlich minimiert wird, ist somit groß. Ja. Und was ist mit Menschen, die jetzt schon diesen Vorfall haben? Was bewirkt denn dieser Stuhl bei leidgeplagten Menschen jetzt? Also wenn jemand so schlimme Schmerzen hat, dass er aktuell Schmerzmittel nehmen muss, dann empfehle ich tatsächlich erstmal zu warten und den Stuhl noch nicht zu verwenden. Warum? Schmerzmittel betäuben unser Alarmsignal und Schmerzen sind das Alarmsignal des Körpers. Wenn ich dieses Alarmsignal betäube, dann spüre ich nicht mehr, ob mir eine Bewegung gut tut oder nicht. Mhm. Und dann könnte es tatsächlich passieren, dass man sich möglicherweise vielleicht verletzt. Sobald jemand aber nicht mehr unbedingt Schmerzmittel nehmen muss und sobald er wieder spürt, was in der Wirbelsäule passiert, wird man ganz von selber merken, wenn ich aufrecht sitze, wenn ich in diese natürliche Aufrichtung gehe, dann kommt eine Entlastung. Und wenn ich dann spielerisch in diese ganz feine Bewegung gehe,
dann tut es einfach gut. Und was empfiehlst du denn konkret? Erst wenn sie die Schmerzmittel wieder abgesetzt haben? Oder ich meine, wenn ich ein Schmerzmittel nehme, habe ich auch keine Schmerzen. Also sollte man wirklich warten, bis der Schmerz weg ist und dann versuchen, über so einen Stuhl diese Muskulaturen ringsherum um die Bandscheiben zu stärken? Ja, ich würde wirklich warten, weil ich, also wenn wir nicht spüren, was wir tun, dann ist es schwierig, das Richtige zu tun. Mhm. Und unser Körper ist eigentlich, gibt uns sehr eindeutige Signale. Und wir haben es nur leider im Alltag oft verlernt, auf diese Signale zu hören. Manchmal sind auch Schmerzmittel, manchmal sind auch Spritzen notwendig, damit die Entzündung wieder abklingt. Aber sobald es soweit wieder in Ordnung ist, dass man sagen kann, ich brauche die Schmerzmittel nicht mehr unbedingt, dann wäre ein guter Zeitpunkt, um damit zu beginnen. Und zwar erstmal wirklich ganz behutsam und wirklich genau hinspüren, was tut mir gut, was fühlt sich nicht gut an, und dann versuchen, aus dem raus, selber rauszufinden, in welche Richtung ich mich in eine positive Richtung bewege. Ich muss mich vielleicht bremsen, wenn ich da jetzt zu begeistert bin irgendwie, aber wenn ich das, was du sagst, in mein kleines logisches Denkvermögen integriere, dann würde das sagen, wenn ich wirklich einen bösen Bandscheibenvorfall habe, aber dieses Trainingsaufbau mache über diese Muskulaturen, dass dann sich diese Bandscheiben wieder auseinanderziehen und ich eigentlich schmerzfrei werden könnte. Nur solange die Entzündung da noch drin ist, warten, ist auf jeden Fall da ein Schmerz. Also da ist ja alles gereizt. Wenn das entzündet ist, ist alles gereizt. Aber durch das Abheben schon wieder voneinander müsste doch eigentlich dieser Reiz zurückgehen. Es tut trotzdem weh. Also solange da eine Entzündung ist, tut jede Bewegung weh. Und dann spürt man auch nicht mehr, was tut gut und was ist wirklich also, vielleicht zu viel. Also das ist in dem Zustand wirklich schwierig, schwierig zu sagen, also da ist einfach mein Messinstrument nicht mehr intakt. Hast du gut erklärt, weil wenn ich jetzt so reinfühle jetzt in meinen Rücken, es ist schon so, es ist ständig etwas am Tun. Und Leute, die tatsächlich Schmerzen haben, können das ja jetzt noch nicht trainieren, weil es wird ihnen ja jeder Zentimeter rechts, links ja wehtun. Ja, genau. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja. Also wäre schon besser, ein bisschen vorher anzufangen, bevor das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern bei den ersten Anzeichen zu sagen, ah, eigentlich drücke ich mich ja immer zusammen beim Sitzen und jetzt kommt eigentlich diese Gegenbewegung. Du hast mal so ein schönes, eine Kugelform mal mitgebracht, wo das schon schön gezeigt hat. Es wäre schön, hätten wir das noch mal Regie, könnte man das uns noch mal bringen? Vielleicht bringt uns noch die Regie schnell ins Studio, weil das ist wirklich so beeindruckend, diese Kugelform und wie eben diese Muskulaturen das alles hinausziehen. Ja, ich sehe schon, die Regie kommt. Genau, dieses Modell, super, danke vielmals. So, das ist es genau, das ist unsere Wirbelsäule. Und man sieht hier, die Kugeln sind eigentlich die Bandscheiben, oder? Nee, die Kugeln sind die Wirbelkörper. Die Wirbelkörper. Wenn die aufeinander kommen, gibt es Schmerz. Ja, wenn die Wirbelkörper so viel Gewicht auf die Bandscheiben geben, dass die Bandscheibe aus Überlastung nach hinten rausrutscht, dann drückt die auf den Nerv. Also die Bandscheibe, der Galertkern, rutscht nach hinten raus und drückt auf den Nerv. Und wenn der über eine Weile da drückt, dann kann diese Entzündung entstehen und das tut einfach wahnsinnig weh. Okay, und das ist jetzt eigentlich so die Darstellung, wo, wenn ich jetzt ständig sitze auf einem normalen Stuhl und das die Muskulatur nicht trainiere, dann drückt sich das so zusammen, oder? Genau, die Muskulatur, diese blaue Quermuskulatur, wenn die nicht aktiv ist, dann wird das Ganze instabil und ich habe das ganze Gewicht meines ganzen Körpers, das heißt der Schädel, das ganze Gewebe, das ganze Blut, die ganzen, also alles, was ich an Gewicht in mir habe, drückt dann als Gewicht unten auf diese Bandscheiben. Und meistens ist ja der Bandscheibenvorfall im unteren Bereich der Wirbelsäule, L4, L5 ist der häufigste Bandscheibenvorfall, weil das ganze Gewicht von oben kommt und hier unten lastet. Und wenn ich genau diesen Bereich der Muskulatur schlecht trainiert habe, der ist auch oft in unserem Alltag noch dadurch überlastet, dass wir auf harten Straßen gehen, dass wir Schuhe mit Absätzen tragen, dass wir insgesamt zu wenig Bewegung haben. Das sind alles Faktoren, die noch zusätzlich diesen Bereich belasten. Und wenn dann noch das ganze Gewicht kommt, und zwar über viele Stunden, nicht nur mal kurz zwischendurch, sondern stundenlang, dann
kommt man da einfach in eine Überlastungssituation. Mhm. Also mich fasziniert dieses Schaubild, ja, weil es total zeigt, dass eigentlich die Kugel, sie sind alle übereinander, müssten eigentlich aufeinander sein, ja, wird aber genau durch die Muskulaturen eigentlich so in diese Zwischenräume gezogen. Ja. Und das ist der gesunde Rücken. He? Ja. Und das ist nicht wegen der Wirbelsäule, sondern es ist wirklich wegen der Muskulatur. Und ja, genau das ist in diesem Stuhl integriert, ja, als Gesundheitsstuhl. Eigentlich für den Arbeitsplatz, für die Schule, für das Kind zu Hause. Es ist ein ständiges Training des Körpers. Ja, man kann ihn also wirklich ganz im Alltag verwenden. Also sei das jetzt am Esstisch, am Schreibtisch. Man kann ihn auch zum Musizieren verwenden. Manche Musikinstrumente lassen sich super spielen auf dem Michu-Stuhl. Da habe ich mal ein Video gesehen vom MDR-Fernsehen. Mhm. Da hat auch eine Musikerin darüber berichtet, dass sie wirklich nach 2 Stunden üben grausame Schmerzen hat im Rücken und das war nachher zack weg. Ja, genau. Also gerade bei Musikern ist es oft ein Problem, dass viele Instrumente so eine asymmetrische Haltung mit sich bringen. Gitarre zum Beispiel ist ganz asymmetrisch, Querflöte auch, Violine auch, also Harfe, also viele Instrumente sind nicht symmetrisch, sondern bedingen eine asymmetrische Haltung. Und wenn man die über längere Zeit dann einseitig halten muss, Haltung sagt ja auch schon halten, dann ist einfach die Muskulatur überfordert und eine Daueranspannung in einer ungünstigen Position bringt dann einfach wirklich Schmerzen mit sich. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, hier eine Gitarre zu halten, merke ich sofort, dieser Gesäßmuskel geht nach unten, hier rauf, der obere Rücken geht darüber, weil der Stuhl sofort Gegenbewegung macht. Ja. Und damit hätte ich eigentlich dieses Problem nicht, diese Asymmetrie innerhalb der Musik. Also der Körper kann einfach mit ganz kleinen Ausgleichsbewegungen dann reagieren. Und wenn ich zu dieser Haltung nach links noch die Gegenbewegung machen kann, dann ist es viel weniger anstrengend, als wenn ich die Haltung halten muss, ohne hier in einen Ausgleich zu kommen. Also, und das ist gerade für Musiker oft ein Problem, dass man einfach, Musiker üben ja viele Stunden, genauso wie manche Menschen sitzen viel am Schreibtisch, viele Stunden, Musiker üben viele Stunden am Musizieren, sollen dabei aber entspannt und beweglich bleiben und das ist oftmals durch die Haltung gar nicht so leicht. Und da ist es eine große Hilfe, wenn man hier einfach spielerisch in diese kleinen Ausgleichsbewegungen gehen kann. Was ich speziell jetzt an mir gerade feststelle, wir hatten ja Mittag gegessen vorher und eigentlich nach dem Mittagessen kommt so häufig ein kleines energetisches Loch. Ja. Seit ich auf diesem Stuhl wieder sitze, habe ich das Gefühl, die Konzentrationsfähigkeit, meine Durchblutung des Hirns ist einfach, zack, es ist da. Ich bin voll konzentriert. Was eigentlich so nach dem Mittagessen nicht immer so normal ist. Ja. Also das merkt man schon deutlich. Ja. Ja. Ja, also es ist ja wissenschaftlich erwiesen, die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz hat in mehreren Studien festgestellt, dass sich die Hirnströme verbessern. Es gibt mehr Alpha-Schwingungen, das steht für entspannte, wache Aufmerksamkeit. Es gibt mehr Beta-2-Schwingungen, das steht für Konzentration und Leistungsfähigkeit. Und es verbessert auch sich die Herzratenvariabilität. Das steht dafür, dass man mit einer hohen Stressbelastung besser umgehen kann und auch bei einer hohen Belastung trotzdem das System immer noch flexibel und variabel bleibt. Also das waren ganz unterschiedliche Ansätze in der Untersuchung des Stuhles und alle haben sehr positive Wirkungen gezeigt. Ich möchte Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch was ganz kurz, 20 Sekunden zeigen, wie sich so ein Stuhl aufbaut und würde jetzt gerne das Video kurz einblenden. Der Michu-Stuhl ist modular aufgebaut und dadurch in der Höhe verstellbar. Sein Name setzt sich aus den japanischen Wörtern für Körper und Konzentration zusammen. Für ihre bewegenden Sitze bekam Gabriele Wander damals den einfach genial Zuschauerpreis. So, und da sieht man ja darin, dass ein Stuhl so ein Zusammensetzspiel ist, wie ein kleines, wie sagt man, ein Puzzle oder ein Lego-Steine aufeinander. Und wo du bei mir da im Studio den Stuhl aufgebaut hast, hast du mal geschaut, wie hoch ist mein Knie. Dann hast du noch eins reingetan. Bei dir ist eins weniger drin. Du bist tiefer, bist ein bisschen kleiner als ich. Dann habe ich gesehen, es hat verschiedene Farben, verschiedene Größen von Stühlen. Das ist eine Riesenvielfalt und das ist sehr individuell. Ja. Also das ist jetzt nicht ein Baumarkt, ein Großhandelstuhl, sondern es ist wirklich auf den Menschen bezogen, der da sitzt. Ja,
Genau. Wir Menschen sind ja auch alle unterschiedlich. Da gibt es große und kleine, da gibt es schlanke und breitere. Und es gibt bei dem Michu-Stuhl insgesamt 4 verschiedene Größen. Bei dem Michu Classic, den wir jetzt hier auch nutzen. Dann gibt es noch unser Einsteigermodell, das ist der Michu Sun. Und dann gibt es noch die Michu Klavierbank. Also da gibt es eine Menge verschiedene Modelle und die dann auch noch in jeweils verschiedenen Holzarten, sodass jeder wirklich das Modell finden kann, das für ihn persönlich optimal ist. Aber wie kriege ich das hin? Muss ich mich da beraten lassen? Muss man da vorbeikommen? Im Optimalfall ist es tatsächlich so, entweder bei uns vorbeikommen oder im Telefonat, im telefonischen Beratungsgespräch rausfinden, was ist für mich genau der richtige Stuhl. Ah, da fragt die nach der Größe, wie hoch das ist. Ja, sogar nicht nach der Größe, sondern wir fragen immer nach dem Maß vom Fußboden bis zur Mitte der Kniescheibe. Ja. Also die Kniehöhe, die kann bei 2 Menschen, die gleich groß sind, ganz unterschiedlich sein, weil der eine hat eher lange Beine, der andere hat eher einen langen Oberkörper. Mhm. Also wir müssen wissen, was ist die Kniehöhe. Mhm. Und dann hängt es aber noch davon ab, wie wird der Stuhl eingesetzt? Wird der am Schreibtisch eingesetzt? Wird der zum Musizieren eingesetzt? Wenn ich zum Beispiel beim Musizieren drauf sitze und ich habe einen Gitarristen, dann wird der meistens etwas niedriger sitzen. Wenn ich hingegen jemanden habe, der Saxophon spielen will oder Querflöte auf dem Stuhl, dann wird der gleiche Mensch etwas höher sitzen, weil dadurch dann hier das Zwerchfell einen größeren Winkel braucht. Also die Leisten kriegen einen größeren Winkel und dann öffnet sich das Zwerchfell und dann kann ich durch eine höhere Sitzposition viel mehr Luft, also viel mehr Lungenvolumen erzielen. Mhm. Oder auch wenn 2 unterschiedlich große Menschen, angenommen der Mann ist 1,85 und die Frau ist nur 1,70, kann man auch gucken, findet man ein Modell, was für beide gut passt. Mhm. Dann können die beiden auf dem gleichen Stuhl sitzen, nur nicht zur selben Zeit. Aber okay, genau, das zeigt eben diese Kunstwerke, indem man einfach wirklich noch 2, 3 Erhöhungen reinbringt oder wieder wegnimmt, dass ein Stuhl für mehrere Personen geeignet wäre. Genau, ja. Gut, und dann hast du noch gesagt, verschiedene Farben und verschiedene Holzvarianten, das gibt es alles auch. Ja. Und das sieht man ja dann irgendwo eine Auswahl oder gibt es einen Katalog? Ja, man findet schon mal auf unserer Homepage die wichtigsten Anhaltspunkte hinsichtlich der Holzarten, die es gibt. Und wir schicken dann auch gerne nochmal Fotos, wenn das gewünscht wird, von eben der Holzart, die dann in Frage kommt. Die meisten der Kunden, die sich den Michu-Stuhl bestellen, und wir bieten ja an, dass man den 30 Tage zu Hause ausprobieren kann, bestellen erstmal die Komplettausstattung mit allen 3 Gelenken. Ja. Man muss nicht unbedingt alle 3 Gelenke nutzen. Es kann auch manchmal sein, dass schon 2 Gelenke ausreichen. Aber wenn man alle 3 bestellt zum Testen, dann kann man wirklich selber zu Hause rausfinden, ob das wirklich optimal ist mit allen 3 oder ob vielleicht 2 schon reichen. Also wenn ich alle Möglichkeiten habe, dann kann ich alles ausprobieren und dann hinterher einfach das zurückschicken, was ich nicht brauche. Ja, also am Anfang, eine die erste Sendung, die ich mal machen durfte mit dir, hatte ich auch 3 Gelenke drin. Mhm. Und nach einer halben Stunde hast du gesagt, komm, jetzt testen wir mal was anderes. Hast ein Gelenk rausgenommen. Ja. Ich bin raufgesessen und dachte, oh, das ist wieder eine ganz andere Geschichte gewesen im Rücken. Ja. Sogar sehr entspannend wieder. Ja. Weil ich natürlich sehr einen untrainierten Rücken habe, habe ich das natürlich sofort gespürt. Aber ich wollte dann wirklich in den Folgesendungen auch wieder alle 3 drin haben, weil es macht einfach Spaß. Oder? Ja, es fühlt sich einfach schön an. Und du wirst nicht glauben, wir hatten neulich einen Kunden, der war Marathonläufer. Der hatte sich den Michu bestellt. Und der rief mich an nach 3, 4 Tagen und war völlig verdattert und fragt mich am Telefon, sagen Sie mal, Frau Wander, kann das sein, dass ich von dem Stuhl Muskelkater kriege? Also sogar Sportler, sogar Menschen, die wirklich viel auf den Beinen unterwegs sind und die einen guten, wo man meinen würde, die sind gut trainiert, können unter Umständen Muskelkater kriegen, direkt an der Wirbelsäulenmuskulatur, weil die ist beim Laufen einfach nicht unbedingt immer so mittrainiert, wie das eigentlich wünschenswert wäre. Mhm. Diese innerste Schicht der Rückenmuskulatur, die trainiert man eher, wenn man Yoga macht, wenn man Qigong macht, wenn man Pilates macht, wenn man ganzheitlich orientierte Körperarbeit betreibt. Aber im normalen Alltagsbreitensport ist die oft ein bisschen nachrangig mit trainiert. Mhm. Und auch im Fitnessstudio erreicht man diese Muskulatur nicht so gut wie jetzt hier mit diesen ganz, ganz kleinen, feinen Ausgleichsbewegungen, die wirklich genau hier all die Aktivität erzeugen, die wir eigentlich brauchen, um in diese Aufrichtung zu kommen. Mhm. Weißt du, was mich so fasziniert? Wie du eigentlich, wie Phönix aus der Asche,
aus einem leidgetragenen Erlebnis deines eigenen Körpers eine Idee entwickelt hast, eine Lösung gesucht hast, die es nicht gab, aber du hast einfach 20 Jahre lang daran gearbeitet und jetzt hast du einen Stuhl, der einfach mit diesen 5 Geheimnissen versehen genau das macht, was deinen eigenen Rücken gesund gemacht hat. Ja, und tatsächlich, für mich ist der Michaud-Stuhl so ein bisschen die Hardware, also die Materie, das Produkt an sich. Und es gibt aber dazu auch noch ganz viel Software. Das ist einfach Wissen darüber, wie die Wirbelsäule funktioniert. Mhm. Und auch Übungen, wo ich mit ganz, ganz wenig Zeitaufwand sehr, sehr viel Positives erreichen kann, indem ich einfach Spannung, die sich tagsüber ansammelt, am Abend aus der Wirbelsäule wieder rausziehe, mich dann entspannt ins Bett lege, eine ganz andere Erholungssituation habe über Nacht und dadurch dann am nächsten Tag wieder gut ausgeruht und erfrischt aufstehe und den neuen Tag mit einer entspannten und auch mit einer positiven Grundhaltung anfangen kann. Mhm. Du hast mir noch einen anderen Fall mal erzählt von einer Dame, die auch so einen Stuhl gekauft hat und gesagt hat, ja, ich glaube, das ist nichts für mich. Und dann hast du sie angeschaut, wie sie gesessen ist und hast gesagt, sitz doch einfach mal 2 Zentimeter weiter nach hinten, das mache ich jetzt auch mal. Und das ist plötzlich eine ganz andere Situation wieder. Und dann hatte sie gesagt, oh, jetzt behalte ich ihn, dieser Stuhl ist ja genial. Ja. In dem Sinn kann man eigentlich schon sagen, nicht verzagen, Frau Wander fragen. Ja. Also wenn man das mal 30 Tage testet und einfach das Gefühl hat, irgendwie, es ist nicht das, dass man einfach vorher noch anruft und sich mal noch coachen lässt. Ja, also wir möchten das auch verstärkt anbieten, gerade dieses Coaching, weil ich wirklich die Erfahrung gemacht habe, das sind solche Feinheiten, es kann manchmal einen Unterschied machen, ob ich 2 Zentimeter höher sitze oder 2 Zentimeter tiefer. Das kann den Unterschied machen, ob jemand, der Rückenschmerzen hat, plötzlich merkt, oh, jetzt fängt es an, dass es sich hier löst, dass ich eine Entspannung kriege in den Rücken. Aber es kann auch sein, dass zum Beispiel nur die Sitzposition, wenn ich mich nur mal ein bisschen weiter nach hinten setze, dann kriege ich hier schon eine andere Kippung im Bereich des Beckens. Und dadurch kann auch schon sein, dass sich hier wieder die Muskulatur entspannt. Und ich kann das mal zeigen, wie sich das auf die Wirbelsäule auswirkt, wenn ich meine Jacke kurz ausziehe. Gerne, ich sehe dir schnell ab. Dankeschön. Ich habe hier wirklich eine ganz, ganz feine, sehr differenzierte Beweglichkeit, die im unteren Rücken im Körper ankommt, da wo die Wirbelsäule praktisch mit dem Kreuzbein zusammenstößt, hier am unteren Rücken. Und dann geht das Ganze spielerisch rauf, im Prinzip bis zum Kopfgelenk. Also der ganze Rücken kommt in so eine weiche, fließende Bewegung, wie wir die im Alltag eigentlich normalerweise nicht haben. Mhm. Und da werden dann die Bandscheiben massiert, da wird die Muskulatur aktiv und ich komme in diese natürliche Aufrichtung von innen heraus. Und das Tolle ist einfach, dass es ohne Zeitaufwand passiert. Also ich muss nicht mir dafür viel Zeit nehmen. Meistens ist es so, dass man sich am Anfang des Jahres große Vorsätze macht und sagt, ich gehe ins Fitnessstudio, ich fange an zu laufen, ich mache Yoga, ich mache dies und jenes. Aber nach ein paar Wochen ist das meistens schon wieder im Alltagsgetümmel untergegangen. Und mit dem Michaud-Stuhl passiert halt wirklich vieles schon ganz von selbst nebenbei. Das ist eigentlich, also es gibt eigentlich keine Einschränkung von Leuten, von Kind auf bis zu älteren Leuten, überhaupt keine Einschränkung, oder? Jeder kann damit arbeiten. Eigentlich fast jeder. Also wie schon gesagt, wenn jemand Schmerzmittel nimmt, dann sollte man erstmal vorsichtig sein. Ja. Und wie ist es bei Menschen, die jetzt nicht mehr so gut zu Fuß sind, vielleicht auch mit dem Rollator herumlaufen? Weil dieser Stuhl kippt ja schon ein bisschen rechts nach links. Allerdings habe ich das Gefühl, der Schwerpunkt ist klar. Gibt es da irgendwelche Gefahren? Oder? Also man sollte, oder was wichtig ist, dass man in dem Moment, wo man sich hinsetzt, also wenn der Stuhl hier steht und ich setze mich hin, dann ist wichtig, dass ich mich genau in die Mitte setze und dass mir bewusst ist, der Stuhl ist beweglich, ich muss mich ganz in die Mitte setzen. Weil wenn ich mich hier 5 Zentimeter daneben setze, dann ist es einfach nicht mehr stabil. Ja, aber das kann dir am Fahrrad genauso passieren, dass du einfach, also wir brauchen ein gewisses Gleichgewichtsgefühl, um hier zu sitzen. Und das wird gleichzeitig trainiert und ich sitze aufrecht und dadurch kriege ich die Stabilität dann von selber. Also sobald ich mal sitze, ist es gar kein Thema mehr. Mhm.
Manchmal gibt es Menschen, deren Gleichgewichtsorgan so sensibel reagiert, dass es mit dieser vielfältigen Bewegung erstmal überfordert ist. Dann kann es Sinn machen, dass man einfach ein Gelenk um 90 Grad dreht. Und wenn ich das so einstelle, dann schwingt der Stuhl insgesamt nur noch in einer Achse. Also jetzt kann ich seitlich nicht mehr ausweichen, sondern jetzt ist es hier stabil. Ich schwinge nur noch vor und zurück in dieser Achse. Und das kann auch mal sein, zwischendurch mit dieser Einstellung zu arbeiten. Bei manchen Rückenbeschwerden kann es auch gut sein, einen Therapeuten mit dazu zu holen und zu gucken, wie kann ich das Potenzial, was hier drin steckt, so nutzen, dass ich meinen Rücken eine optimale Unterstützung gebe, um mit den Alltagsanforderungen besser zurechtzukommen. Ein gesunder Rücken kann entzücken. Ja, genau. Ich gratuliere dir ganz herzlich für dieses unglaubliche Ding und dass du das geschafft hast, hier so einen großen Konzern aufzubauen, und so 12.000 Stühle hast du schon rausgetragen, ja, aus diesem richtig schönen Holz, ja, aus deutscher Kunst, Handwerkskunst, also ja, es wird nicht irgendwo im asiatischen Raum gemacht, sondern ja, wirklich in Deutschland selber, jedes einzelne Handarbeit, ja, großartiger. Danke dir ganz herzlich, gerne, für das Vermitteln deines Wissens hier in dieser Sendung. Und für mich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist es immer wieder ein Segen, wenn man so Menschen erleben darf hier im Studio, wo einfach nur wirklich Großes gemacht haben, und zwar aus einem Leid heraus, aus einem Willen, aus einem Ziel, aus einer Vision heraus, und dann entsteht was, was nicht nur ihr geholfen hat, sondern ganz, ganz vielen Menschen da draußen auch schon geholfen hat und vielleicht auch ihnen den einen oder anderen Dienst erweisen kann. Ich für mich, ich bin gesegnet jetzt mit diesem Stuhl. Ich darf auch sagen, ich bin glücklich, dass dieser Stuhl auch hier bleiben darf, so dass ich weitere Sendungen darauf machen kann, weil ich bin total konzentriert, und das macht richtig Spaß. In diesem Sinne noch was, herzlichen Dank, dass du da bist. Sehr gerne. Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.